Technologien in allen Arbeitsbereichen fordern immer bessere Qualifikationen. Das Berufsförderungswerk Schömberg bietet hierzu eine fundierte Ausbildung in den Berufen der Teilkonstruktion im Maschinenbau, der Teilkonstruktion im Hochbau, in den Berufen der Metallverarbeitung, der Elektronik, und in kaufmännischen Berufen für Industrie, Handel und Verwaltungen sowie im Bereich der steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe. Ziel des Berufsförderungswerkes Schömberg ist, dem Rehabilitanten eine seinen individuellen Möglichkeiten und Eignungen entsprechende Berufsperspektive zu geben. Perspektive durch Qualifikation. Für eine aussichtsreiche Eingliederung in das Berufsleben. Das Berufsförderungswerk Schömberg liegt im nördlichen Schwarzwald zwischen Stuttgart und Karlsruhe und hat über 600 Ausbildungs- und Internatsplätze. Der Internatsbereich. Ist spezielle Ernährung erforderlich, kann unter allen Diätformen gewählt werden. Bis zum Erreichen des Berufszieles werden effektives Lernen mit harmonischem Beisammensein und vielseitigen Aktivitäten gepflegt. Zielgerichtet auf die jeweiligen persönlichen und gesundheitlichen Erfordernisse ist auch die medizinische Betreuung. Sie umfasst die intensive Beratung und Versorgung durch Ärzte und Fachpersonal. Untersuchungen und Behandlungen finden im Hause statt. Zum Beispiel krankengymnastische Übungen, Gruppengymnastik, Unterwassermassagen oder verschiedene Formen der Elektrotherapie. Rehabilitanten des Berufsförderungswerks Schömberg werden von erfahrenen Sozialarbeitern betreut und beraten. Diese haben auch ein offenes Ohr, wenn es um ganz private, finanzielle oder um Lernprobleme geht. Für die Arbeit verschiedener Interessengruppen stehen Räume zur Verfügung, zum Beispiel für Gruppengespräche oder autogenes Training. Berufsfindungs- und Rehabilitationsvorbereitungsmaßnahmen werden im Zentrum 2 auf der Charlottenhöhe durchgeführt. Hier finden die ärztlichen und psychologischen Eignungstests statt, um eine entsprechende Berufsausbildung vorschlagen zu können. Zur Berufsfindung gehört auch das Lösen von Aufgaben aus der Berufspraxis, wie zum Beispiel Arbeiten an modernen Bürogeräten im kaufmännischen Bereich. Technisches Zeichnen an der Maschine bei schweren Behinderungen. Theoretische und praktische Messübungen im handwerklichen Bereich. Aufbau von Schaltungen im elektronischen Bereich. Unser erfahrenes Team wertet danach die Ergebnisse aus. In einem abschließenden Beratungsgespräch mit dem Psychologen werden dem Rehabilitanten Berufsinformationen und Entscheidungshilfen gegeben. Bei Wissens- und Lerndefiziten wird hier eine Rehabilitationsvorbereitung eingeleitet, die auf die Teilnahme der Fachausbildung vorbereitet. Deutsch, Rechnen und fachspezifische Lerninhalte bilden die Schwerpunkte dieser Lehrgänge. Unterstützende Maßnahmen wie Förderunterricht in kleinen Gruppen, Training der Konzentrationsfähigkeit sowie Unterweisung in Lerntechniken erleichtern das Lernen. Während der Lehrgangsdauer kümmert sich ein Team aus Pädagogen, Psychologen und Sozialarbeitern um die Rehabilitanten.
In gemütlicher Atmosphäre können sich die Umschüler vom Lernalltag erholen oder mit Kollegen über die zukünftige Ausbildung plaudern. Wer an die Zukunft denkt, denkt unwillkürlich an die Elektronik. Mit ihren faszinierenden Möglichkeiten kommt sie mehr und mehr zum Einsatz und bietet interessante Arbeitsplätze. Grund genug, um 3 Ausbildungsgänge im Elektronikbereich anzubieten. Der Industrieelektroniker der Gerätetechnik hat seinen Arbeitsplatz in den Betrieben, die elektronische Geräte für die verschiedensten Aufgaben herstellen. Das Tätigkeitsfeld des Industrieelektronikers der Produktionstechnik erstreckt sich auf das Steuern und Überwachen komplizierter Systeme mit Hilfe von programmierbarer Elektronik. Vielfältig sind auch die Aufgaben des Kommunikationselektronikers der Informationstechnik. Er sorgt für reibungslosen Informationsfluss in der modernen Datentechnik. Hierzu muss er ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein zeigen und auch planen können. Dazu sind umfassende Kenntnisse sowohl mit Hardware als auch mit aufgabenspezifischer Software erforderlich. Doch vor dem Erfolg kommt das Lernen. Der elektronische Ausbildungsbereich. Fertigkeiten in der Mechanik. Kenntnisse im Zusammenbau. Und Prüfen von elektrischen Geräten. Sowie fundiertes Grundlagenwissen sind das Rüstzeug für die erfolgreiche Ausbildung. Jeder Rehabilitant arbeitet an seinem eigenen, komplett eingerichteten Platz in modern ausgestatteten Labors und Werkstätten. So wird berufsspezifisches Wissen vermittelt und selbstständiges Arbeiten gefördert. Der Industrieelektroniker Gerätetechnik kann seine Arbeit am Personal Computer selbst dokumentieren, entwerfen und weiterentwickeln. Der Industrieelektroniker Produktionstechnik erwirbt Kenntnisse der pneumatischen und elektronischen Steuerungstechnik. Diese werden an speziellen Übungsgeräten vermittelt. Am Ende der Ausbildung kann er Hardware- und Softwareprobleme lösen und ist mit dem Aufbau von Steuerungsanlagen vertraut. Schwerpunkt in der Ausbildung des Kommunikationselektronikers ist die Mikrocomputertechnik. Dazu gehört die Fähigkeit zur gezielten selbstständigen Fehlersuche an Geräten der Datenübertragung und das Programmieren computergestützter Mess- und Prüfplätze. Mit dem Abschluss in einer dieser 3 Fachrichtungen haben Bewerber gute Chancen, im neuen Elektronikberuf schnell Fuß zu fassen. Auch die kaufmännischen Berufe unterliegen dem Wandel der Zeit. Wo früher Akten, Karteien und Formulare das Büro beherrschten, bestimmen heute Personal Computer und Dateien das Bild. Der kaufmännische Ausbildungsbereich. Hier steht das Training an modernen Bürokommunikationssystemen im Mittelpunkt der kaufmännischen Ausbildung. Theorie und Praxis werden in einem Verbundsystem vermittelt. Dabei werden folgende Berufsbilder angeboten: Industriekaufmann oder Frau, Fachgehilfe und Fachgehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen, Büropraktiker bzw. Praktikerin. Der Kaufmann und die Kauffrau in der Industrie müssen sich vielseitigen Aufgaben stellen, auf die sie in unseren Übungsfirmen vorbereitet werden. So zum Beispiel im Einkauf, bei der Disposition, bei der Terminplanung, in der Kalkulation, die haarscharf stimmen muss. Im Verkauf, wo man den direkten Draht zum Kunden hat, in der Textverarbeitung, in der Buchhaltung, wo nur richtige Zahlen zu Buche schlagen dürfen.
Unternehmen verlangen fachliche Qualifikation und die Beherrschung moderner Bürogeräte. Spezialisten im Steuer- und Rechnungswesen stehen ebenfalls viele Wege zum beruflichen Erfolg offen. Diese Tätigkeit üben sie hauptsächlich aus bei Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, aber auch in der Industrie, im Handel und Handwerk. Buchführung, Datenerfassung, Jahresabschlüsse, Bilanzen, Steuererklärungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen sind Bestandteil dieser umfassenden Ausbildung. Auch der Büropraktiker hat in der modernen Bürowelt seinen Platz. Er arbeitet mit Karteien, lernt Rechnungen prüfen, ein- und ausgehende Post bearbeiten und fakturieren. Auch muss er mit Hilfe von Mikrofilmen archivieren können und sich auf das Drucken, Kopieren und die Textverarbeitung verstehen. Spezialisten sind heute immer gefragt. Deshalb beschäftigen namhafte Firmen schon seit langem Absolventen auch aus dem gewerblich-technischen Berufszweig. In der Industrie wird zunehmend die Handhabung computergesteuerter Maschinen verlangt. Das lernen die Rehabilitanten hier im technischen Ausbildungsbereich. Die Automatisierung hat die Arbeitsplätze der Facharbeiter und Konstrukteure stark verändert. In der Teilefertigung, der Montage, der Qualitätssicherung und der Zeichnungserstellung. Die Berufsbilder der Metallfacharbeiter ergeben sich aus diesen Gruppen. Erstens Industriemechaniker, Feinwerk- und Gerätetechnik, Produktionstechnik. Zweitens Werkzeugmechaniker, Stanz- und Umformtechnik, Formentechnik. Drittens Güteprüfer, Längenprüftechnik. Industrie- und Werkzeugmechaniker erlernen gleiche Grundfertigkeiten und Kenntnisse im Hinblick auf den aktuellen Stand der Technik und mögliche künftige Veränderungen. Unsere Umschüler sind versiert in manuellen Fertigkeiten bis hin zur CNC-Programmierung. Die verschiedenen Fachrichtungen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Produkte, die sie herstellen. Der Industriemechaniker für Geräte- und Feinwerktechnik hat seinen Platz in der Einzel- oder Kleinserienfertigung. In der Serienproduktion ist der Industriemechaniker in der Fachrichtung Produktionstechnik tätig. Er muss mit Fertigungs- und Montageautomaten umgehen, diese warten, Fehler erkennen und sie beseitigen. Werkzeugmechaniker der Stanz- und Umformtechnik finden Arbeitsplätze im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind überwiegend in der Einzelfertigung tätig. Zur Ausbildung gehört auch die Herstellung von Werkzeugteilen durch Drahterodieren, das Erstellen und Optimieren des Programms für die Maschine sowie die Prüfung des Produktes. In der Formentechnik ist der Werkzeugmechaniker durch den selbstständigen Bau von Formen und Gesenken gefordert. Qualitätssicherung heißt die verantwortungsvolle Aufgabe des Güteprüfers bei Unternehmen mit Kleinserien oder Massenfertigung. Er muss prüfen, Messwerte ermitteln und dokumentieren. Auf Zuverlässigkeit kommt es auch bei der Teilkonstruktion an, im Maschinenbau wie im Hochbau. Teilkonstrukteure müssen mit Zeichenstift, Zahlen und der EDV umgehen können.
Heute ist im Maschinenbau und im Hochbau rechnergestütztes Zeichnen nicht mehr wegzudenken. Jeder Konstrukteur erhält seine spezielle Ausbildung. Und in praxisnahen Lehrgängen wird sein Auge geschult für das fertigungstechnisch Machbare. Neben der Berufsausbildung können sich Umschüler in Sonderkursen zusätzlich qualifizieren. Ausbildung der Ausbilder. Englisch. Wirtschaftsenglisch. Training auf die Maschinenschreibprüfung der IHK. Einführungslehrgang für die Kommunalverwaltung. Nach der Kammerprüfung besitzt jeder Rehabilitant neue Zukunftsperspektiven. Wie er am besten seine Zukunft aufbaut, erfährt der Rehabilitant in Einzelberatungen durch Fachkräfte der Arbeitsverwaltung. Die richtigen Unterlagen erleichtern die Bewerbung. Zudem werden die Rehabilitanten über finanzielle Hilfen und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert. Aktuelle Stellenangebote des Arbeitsamtes kann man durch moderne Medien erfahren. Die vielen Ausbildungsmöglichkeiten des Berufsförderungswerkes bieten jedem Rehabilitanten gute Startmöglichkeiten in einen neuen Beruf. Doch die Umschulung in Schömberg bietet nicht nur optimale berufliche Aussichten, sondern auch herrliche Ausblicke in die landschaftlich reizvolle Umgebung. Sie verlockt in der lernfreien Zeit sicher auch zu ausgedehnten Spaziergängen. Auch der Ort hat einiges zu bieten. So gibt das Berufsförderungswerk Schömberg dem Rehabilitanten die nötige Hilfe für einen neuen Lebensabschnitt. Perspektive durch Qualifikation. Für eine aussichtsreiche Eingliederung in das Berufsleben.